der ist in diesem Moment startklar und ganz außen kommt Risalto heran. Auch der ging hinein. Und der Renntag ist eröffnet, das neue Welle-Auftaktrennen ist gestartet an der 2400-Meter-Marke. Das kleine Feld formiert sich zunächst einmal. Khaled an der Außenseite übernimmt das Kommando, führt vor Polski Poseidon in zweiter Position. Dahinter sehen wir eine Dreiergruppe mit Kashia, mit Mondello an der Außenseite, der Risalto. Und fünf Längen sind es zunächst einmal bis zum Favoriten, bis zum Matchwinner am Ende des Feldes. So geht es an der Benasee-Tribüne vorbei in Richtung des Iffelsheimer Bogens. Das Tempo ist gut. Khaled führt mit gut zwei Längen vor Polski Poseidon in zweiter Position. Dahinter sehen wir innen Kashia, die wird außen begleitet von Risalto. Dann sind es gute anderthalb Längen bis zu Mondello und weitere zwei Längen bis zum Matchwinner. So geht es in Richtung der Gegenseite. Das Tempo wurde ein wenig gedrosselt von André Best im Sattel von Khaled. Immer noch zwei Längen Vorteil vor Polski Poseidon. Dahinter Kopf an der Außenseite galoppierend Risalto, innen Kashia, dann Mondello und dann Matchwinner. Unterhalb des Iffelsheimer Emblems gibt es so gut wie gar keine Positionsveränderungen. Khaled kann an der Spitze den Takt bestimmen, führt vor Polski Poseidon, dann ist es Kashia, dahinter galoppiert Risalto vor Mondello und vor Matchwinner. Mitte gegenüber geht es bereits in Richtung des Schlussbogens. Khaled hat noch keinen Gegner gesehen, führt vor Polski Poseidon, Kashia, dann Risalto, Mondello und Matchwinner. Der Schlussbogen ist in diesem Moment erreicht, das heißt, wir haben noch gute 800 Meter, die zu absolvieren sind. Khaled wird ein wenig unter Druck gesetzt von Polski Poseidon, dahinter Kashia, die wird die ganze Zeit begleitet von Risalto, Mondello und Matchwinner Ian Ferguson schaut sich das alles ganz genau an am Ende des Feldes. In Richtung des Einlaufes geht es, Khaled versucht einen Gang höher zu schalten, Polski Poseidon bleibt dran, Kashia lässt sich anpassen, Risalto, Mondello wird geritten und dann Matchwinner. Die Zielgerade ist erreicht, 450 Meter sind das noch. Khaled an der Innenseite wird gestellt von Polski Poseidon, dann Kashia, die greift an Risalto, Mondello und ganz außen wird jetzt hier auch Matchwinner in die Entscheidung gebracht. Matchwinner an der Außenseite macht jetzt hier Boden gut. Matchwinner mit Risalto, Kashia, Polski Poseidon, Mondello greift ebenfalls an. Matchwinner an der Außenseite muss sich ein wenig strecken hier. Matchwinner mit Risalto, Mondello zwischen den Pferden. Matchwinner ist aber vorne vor Mondello. Matchwinner, Mondello, Matchwinner gewinnt gegen Mondello und dahinter war Kashia, drittes Pferd vor Risalto, Polski Poseidon und Khaled. Vorläufiger Einlauf für das erste Rennen des Tages, dem Neue Welle Auftaktrennen. Es gibt einen Favoritensieg, erfolgreich war die Programmnummer 1, Matchwinner mit Ian Ferguson. Zweites Pferd war die 2 Mondello mit Andra Starke und auf Platz 3 war es die 4 Kashia mit Daniele Porcu. Vorläufig heißt das also 1, 2, 4.